Moin und willkommen in meiner Garage. Heute wollte ich weitermachen mit der Compound-Bespannung. Wir haben ja die Kabel in dem einen Video und die Sehne in dem zweiten Video gebastelt. Jetzt ist es Zeit, die auf den Compound aufzuziehen. Bevor wir sie allerdings auf den Compound draufbringen können, der da schon so schön hängt, müssen wir erstmal von den jetzigen ein paar Daten abnehmen, da ich ihn eigentlich etwa wieder gleich eingestellt haben möchte, weil ich weiß, dass er so ganz gut für mich funktioniert. Ich nehme euch dazu jetzt mal in die Nahaufnahme und dann schauen wir mal, was wir an dem Compound alles messen müssen, bevor wir anfangen mit Kabel und Sehnen zu spielen. Eine wichtige Angabe, die wir auf jeden Fall messen sollten, ist das Piep in Relation zu unserem Knockpunkt. Den Knockpunkt können wir nachher wieder nach dem Buttonhole setzen, das ist nicht so das Problem, aber wir sollten uns zumindest die Piephöhe merken, das wäre ganz sinnvoll. Das ist jetzt in meinem Fall von der Mitte des Pieps bis zum Knockpunkt 14,5 cm. Das schreibe ich mir gleich auf. Was wir jetzt noch messen müssen, ist, wie lang eigentlich der Auszug ist und das Zuggewicht, was wir drauf haben. Um die Auszugslänge zu ermitteln, habe ich den Bogen jetzt einfach auf ein Spannbrett geschmissen und ausgezogen und habe einen Absolutauszug von etwa 27,5. Das spielt aber auch keine Rolle, wie viel das in Absolut ist. Ich muss ja einfach nur eine Referenz haben, wo ich dann nachher wieder hin will, weil ich weiß, dass der Bogen super auf mich eingestellt ist. Ich habe gleichzeitig die Uhr mitlaufen lassen. Die hat allerdings Unfug angezeigt, also werde ich das jetzt gleich nochmal wiederholen. Und dann schreibe ich mir die Werte auf und dann können wir schon fast anfangen, den Compound auseinanderzunehmen. Ich habe mir jetzt für mich alle relevanten Daten rausgeschrieben. Die wir eben gemessen haben, Piephöhe von dem oberen Knockpunkt bis zum Piep, Zuggewicht, Auszugslänge, die Standhöhe und die Achslänge habe ich mir aus dem Diagramm geholt, was wir die letzten Wochen genutzt haben, um die Sehnen und Kabel zu bauen. Ich werde jetzt gleich an die Presse gehen und erstmal nur die Kabel austauschen. So habe ich das gelernt. Es ist für mich auch einfacher, erst die Kabel auszutauschen und dann hinterher im zweiten Schritt die Sehne, da wir so auf jeden Fall, nicht alles, das ganze System auf einmal ändern, sondern immer nur eins Stück für Stück. Wenn ihr euch unsicher seid, dann ändert nur ein Kabel, stellt den Bogen wieder so ein, dass er ist wie vorher, ändert das zweite Kabel, stellt den Bogen wieder so ein, wie er war, ändert die Sehne und überprüft, ob alles da ist. Ich gehe jetzt gleich an die Presse, dazu muss ich immer den Tisch rumdrehen und ein bisschen umbauen und dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr nun einen Bogen in eine Bogenpresse reinpackt, so wie in diese hier, ist es wichtig, dass ihr zum einen überprüft, ob die Wurfarme richtig gedrückt werden. Das heißt, nicht auf dem Kamm drücken, nicht auf den Achsen drücken, sondern schön auf den Wurfarm. Und dass ihr gleichzeitig noch genug Platz habt, um an die Kabel und Sehnen richtig ranzukommen. Wenn ihr das gemacht habt, wenn die Bogenpresse richtig eingestellt ist, diese hier ist richtig eingestellt, weil als letzten Bogen hatte ich meinen da drin, dann könnt ihr anfangen, den Bogen zu pressen. Und dann auch immer nur so viel pressen, wie ihr es unbedingt braucht. Und jetzt können wir anfangen, die Kabel auszutauschen. Ich fange einfach hier unten an. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da eigentlich macht, dann nehmt euch euer Handy, macht ein Foto davon, von dem, was ihr da gerade tut. Das sollte immer eigentlich ganz gut helfen. Ihr seht, ich habe die alten Kabel oder die neuen Kabel und auf Büroklammern aufgezogen, damit sie sich nicht ausdrehen können. Und da ziehe ich auch direkt wieder die alten Kabel drauf. So behalten sie nämlich ihre Umdrehung. Wenn an dem neuen Set mal irgendwas schief geht, kann ich die alten wieder draufziehen. Und dann sollte der Bogen fast wieder so eingestellt sein, wie er es vorher war. Das erleichtert mir die Arbeit, falls mal irgendwas schief geht. Kabel 1. Da wir ja hier die Split-Yoke-Kabel nicht eingedreht haben, haben die jetzt noch überhaupt gar keine Umdrehung, während der Rest der Sehne schon welche hat. Also nehmen wir die jetzt erstmal runter und schlagen da mal so 4-5 Umdrehungen rein.
Kabel und Sehnen drauf habt, immer noch mal einmal mit dem Finger nachgehen, dass ihr auch sicher seid, dass sie alle in ihren jeweiligen Tracks verlaufen und keins rausgerutscht ist. Vorsichtig wieder Spannung auflassen. Nochmal visuell überprüfen, ob nichts rausgerutscht ist. Das sieht gut aus. Und dann können wir den Bogen aus der Presse nehmen. Nachdem wir den Bogen aus der Presse gezogen haben und ihn nochmal visuell untersucht haben, also nochmal geguckt haben, ob alle Tracks, also ob alle Kabel und Sehnen auch wirklich in den Tracks laufen, habe ich ihn jetzt wieder auf das Auszugsbrett gepackt und dann schauen wir mal, was passiert. Erstmal müssen wir die Waage auf 0 setzen. Ich bin jetzt laut Waage bei 59,6 rausgekommen. Das ist ein halbes Pfund mehr, etwas über ein halbes Pfund mehr, als wir es vorhin hatten. Das ist okay. Und habe mit der Auszugslänge kommen wir auch relativ gut hin. Nur das Timing ist noch nicht ganz perfekt, aber dazu hole ich euch jetzt mal nah ran. Wie ihr an dem oberen Kamm sehen könnt, sind wir mit dem Anschlag ziemlich gut an dem Kabel dran. Und wir sind auch gerade erst dran, weil das Kabel wird noch nicht gebogen. Beim unteren Kamm hingegen haben wir noch eine Winzigkeit Luft. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da ist noch ein Hauch Luft zwischen, wenn der Fokus kommt. Ich wäre damit soweit zufrieden. Ich mag es, wenn der obere Anschlag etwas früher kommt als der untere. Das zieht mich im Ziel etwas hoch. Aber das überprüfen wir am Ende nochmal, wenn wir dann die Sehne drauf haben. Ich habe euch jetzt nochmal die Totale von dem Bogen gezeigt. Wenn wir jetzt nicht aus Versehen bei den Kabeln schon das Timing ungefähr hätten, dann könnten wir was daran tun, indem wir die einzelnen Kabel eindrehen. Und zwar, wenn die Anschläge nicht richtig kommen, also sagen wir jetzt, der obere wäre nicht richtig gewesen, dann wäre nicht dran gewesen, während der untere schon dran ist, dann würdet ihr das Kabel eindrehen, was den oberen Wurfarm zieht. Also in dem Fall das Splitkabel. Andersrum, wenn der untere zu spät kommen würde, dann würdet ihr das andere Kabel, das Buskabel, eindrehen, was nach unten zum Wurfarm geht. Das erfordert ein bisschen Rumprobieren am Anfang, aber wenn ihr erstmal die Theorie dahinter habt, dann geht das eigentlich recht fix. Ich kümmere mich jetzt gleich erstmal um die Rechts-Links-Abweichung von dem Cam, also gucke, wie das Cam-Linien sich verhält, und dazu nehme ich euch einfach mit. Ich habe den Bogen jetzt in den Bogenhalter gepackt und überprüfe jetzt das Cam-Linien, indem ich einfach einen Pfeil nehme und gucke, wie er sich verhält. Ein bisschen von hinten. Für meine Augen sieht das relativ gerade aus. Der Pfeil läuft parallel zur Sehne. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. So soll das sein. Das ist auch aus Versehen jetzt gerade richtig. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht ganz richtig ist, um euch zu zeigen, wie man das sonst einstellt. Aber es ist relativ simpel. Ihr könnt euch ja überlegen, wenn das Cam schräg steht, nehmt ihr den Wurfarm, der zu sehr entspannt ist beim Splitwurfarm. Das heißt, wenn das Cam sich jetzt nach links neigen würde, würdet ihr an dem rechten Kabel eindrehen, damit das Kabel den Wurfarm gerade zieht oder das Cam gerade zieht, den Wurfarm mehr belastet. Da das jetzt auch eingestellt ist, zumindest für jetzt, bleibt mir jetzt erstmal eine halbe Stunde oder so zu schießen. Das mache ich aber alleine ohne euch, damit sich das ganze System setzen kann. Dann werde ich nochmal überprüfen, ob das jetzt noch alles sitzt. Und wenn das dann stimmt, dann mache ich die Sehne drauf. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde etwa geschossen habe, habe ich jetzt den Bogen nochmal aufgespannt, um zu gucken, wie sich die Kabel gesetzt haben. Die haben sich schon ein wenig gesetzt, weil ich bin nur noch bei 59 Pfund. Das ist schon mal ganz gut. Das kann man gleich wieder regeln, indem man die Kabel etwas eindreht. Wäre ich aber auch zufrieden mit. Jetzt bleibt uns noch zu überprüfen, ob die Anschläge auch stimmen, die ihr allerdings nicht sehen könnt. Also nehme ich euch wieder mit nach vorne und dann gucken wir mal, was passiert. Der untere Anschlag ist dran, dann schauen wir mal, was der obere macht.
Und auch der obere liegt an, also ist das Timing noch okay. Nachdem ich jetzt in etwa eine halbe Stunde geschossen habe und den Weltuntergang draußen abgewartet, damit ihr was versteht, ich weiß nicht, ob ihr den Regen noch hören könnt, und sich die Kabel soweit gesetzt haben, kann ich jetzt leicht anfangen, die Sehne draufziehen. Diese halbe Stunde schießen, weiß ich nicht, könnt auch länger machen, ist ganz gut, damit sich das ganze System einmal ordentlich setzen kann, wie gesagt. Dabei können sich nochmal alle Einstellungen verschieben. Bei mir hat sich jetzt alles gleichmäßig gesetzt, dementsprechend sollte das einigermaßen passen. Ich werde jetzt die Sehne draufziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich nehme euch dazu mit. Zuallererst muss ich allerdings mal das Piep aus meinem jetzigen Bogen rausschneiden. Wenn ihr mit dem Messer an die Sehne geht, immer sehr flach und sehr vorsichtig. Ich habe dieses Piep jetzt komplett eingebunden und nicht nur oben und unten. Und das werde ich bei meinem Piep hinterher dann auch wieder machen, weil das Podiumpiep von so schwer ist, dass es sich sonst in der Sehne bewegt. Und das scheuert die Sehne durch und ist keine gute Idee. Ich fimmel das jetzt raus und dann sehen wir uns gleich zum Sehnentausch wieder. Ich habe das Piep jetzt losgefriemelt und werde das jetzt gleich rausnehmen und werde in dem Zuge dann auch die Sehne wechseln. Das Piep rein und raus basteln sollte man hauptsächlich tun, also am besten mit einer Presse machen. Im schlimmsten Fall, wenn es nicht anders geht, mit einem sehr stumpfen Stück Kunststoff oder irgendwas, was die Sehne nicht angreift. Aber am allerliebsten immer nur mit einem geeigneten Werkzeug und am besten mit einer Presse. Und auch hier wieder, die Sehne sitzt drauf. Einmal mit den Fingern nachkontrollieren, ob die Sehne und die Kabel noch in den richtigen Fugen laufen, also in ihren Tracks laufen. Ein wenig Spannung auf die Sehne geben und vorsichtig ablassen. Und danach den Bogen noch einmal mit den Augen überprüfen, dass auch alles stimmt. Das scheint der Fall zu sein. Dann können wir uns als nächstes um die Nockpunkte kümmern. Ich habe jetzt den Compound so hingelegt, dass ich den Checker draufpacken kann. Der ist locker und streift so ein bisschen an dem Blade entlang unten. Und fange jetzt mit den Nockpunkten an. Dazu habe ich mir ein bisschen Faden abgeschnitten. Allerdings in schwarz, also ich weiß nicht, wie viel ihr davon sehen könnt, aber Nockpunkte binden ist jetzt nicht das Schwierigste der Welt. Und binde einfach einen Knoten, durch den ich allerdings zweimal durchgehe. Das macht den ganzen Knoten dann am Ende etwas runder. Und setze den so ungefähr auf 4 mm zum Starten. Wenn der festgezogen ist, kann ich den Checker entfernen. Nochmal ordentlich festziehen und knote unten weiter. Und wieder oben. Und unten. Den oberen Nockpunkt mache ich meistens zwei Knoten dick, das heißt ein Knoten, zweiter Knoten, zwei unten und ziehe jetzt den letzten Knoten vorsichtig, Fokus, und ziehe jetzt den letzten Knoten vorsichtig zwischen die beiden davor hergehenden. Der letzte ist nur einfach geknotet. Wenn der kräftig festgezogen ist, setze ich einfach einen normalen Knoten drauf und das sollte die Sache erledigen. Dann folgt nur noch Abschneiden und Abbrennen. Auch hier gilt, Vorsicht, Flammen gehen immer nach oben, also bewege ich die Sehne so,
dass ich die vorsichtig anschmelzen kann, ohne die Sehne zu schädigen, und quetsche sie dann noch etwas aus. Um dann den unteren Nockpunkt zu setzen, habe ich einmal einen Pfeil auf die Sehne gepackt, direkt oben an den oberen Nockpunkt dran, und binde dann jetzt den unteren Nockpunkt genauso wie den oberen zweimal durch, vorsichtig rangehen, leicht festziehen, gucken, dass ich hier noch ein wenig wackeln kann mit dem Pfeil, den ein bisschen hin und her bewegen, und dann habe ich ungefähr den Abstand, den ich brauche. Bei einer Beiternocke kann man relativ eng wickeln, bei allen anderen Nocken sollte man etwas mehr Platz lassen, noch so einen halben Millimeter drauf geben, bis Millimeter, je nachdem wie lang die Achslänge von dem Bogen ist und der Auszug. Desto länger der Auszug und desto kürzer die Achslänge, desto mehr Abstand muss man wahren. Den unteren Nockpunkt mache ich jetzt im Gegensatz zu dem oberen Nockpunkt so, dass wir oben 3 Knoten haben, bevor ich den abschließe. Das sorgt einfach dafür, dass wir mit dem Loop ein bisschen besser hinter den Pfeil kommen. Das müsste aber jeder für sich rausfinden. Es gibt da ganz verschiedene Philosophien, wie viele Knoten man setzen soll und wie viele nicht. So, den Knoten habe ich jetzt wieder zwischen die beiden vorhergehenden gesetzt. Einen Knoten drauf. Fertig sind die Nockpunkte. Um jetzt das Piep einzusetzen, habe ich einfach dieses Maßband wieder unten an den oberen Nockpunkt gelegt und bei 14,5 jetzt den Faden reingesteckt, den ich beim Bauen in die Sehne gepackt habe. Das heißt, ich weiß jetzt erstmal, wo das hin muss. Jetzt muss ich die Sehne ein bisschen entspannen, um das Piep da reinfriemeln zu können, und dann schiebe ich den Faden weiter nach oben und lasse ihn drin. Es ist immer gut, wenn man weiß, wo die Sehne halbiert wird. Nachdem das Piep jetzt drin ist, können wir nochmal seine Position genau bestimmen. Fokus 14,5, das kommt ganz gut hin. Und da das Piep, wenn ich die Sehne jetzt weiter entspanne, vermutlich immer noch nicht gerade stehen wird, drehe ich die Sehne jetzt einfach einen Schlag ein, sodass das Piep 90 Grad rotiert. Eine Umdrehung in der Sehne entspricht ungefähr 90 Grad. Ich habe jetzt unten einen Schlag in die Sehne gemacht und jetzt steht das Piep schon einigermaßen gerade. Wir überprüfen das dann später nochmal, ob das immer noch der Fall ist. Jetzt, da wir das Piep eingesetzt haben, können wir auch das D-Loop binden und das Piep festbinden, und dann sind wir auch schon fast fertig. Um das D-Loop festzubinden, bilde ich so ein J mit einem Stück D-Loop, lege das rum und schiebe beide Enden durch. Dann hat man so eine selbst festziehende Schlaufe. Ziehen schön an der Schlaufe, an beiden Enden. Ziehen die gut fest. Als nächstes nimmt man sich eine D-Loop-Zange oder auch eine Flachzange, je nachdem, was man haben möchte. Und ich drücke den Knoten dann immer noch ein wenig zusammen. Damit kann man noch mal ein wenig nachziehen. Jetzt schneide ich schon mal das Ende ab und lasse noch so 5 bis 7 mm stehen oder sowas in der Art. Schnappe mir ein Feuerzeug, pilze das Ende schön auf. Und brenne es ab. Und pilze es wieder auf. Das sorgt dann dafür, dass der Knoten sich nicht mehr löst, sondern schön zusammenzieht. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Wir können nur nicht wie auf der ersten Seite das alles zusammen machen, sondern wir gehen diesmal auf der anderen Seite runter, also hinter der Sehne für einen Rechtshänder. Beim Linkshänder muss man das halt genau umkehren dann, führen das D-Loop-Material durch,
legen eine Schlaufe, kommen auf der gleichen Seite wieder runter, also in meinem Fall vor der Sehne, und ziehen von hinten das letzte Stück durch. Jetzt machen wir das Ganze noch etwas kleiner. Ich mache das immer freihand, für mich funktioniert das ganz gut. Ihr könnt das natürlich auch vorher mit einem abgemessenen Stück machen oder mit der D-Loop-Karte von, ich meine, Archery's Essential. Ich habe das aber immer freihand gemacht, das ist für mich immer ganz gut hingekommen. Zur Not bin ich es halt nochmal. D-Loop-Material ist jetzt nicht so schweineteuer, als dass mich das stören würde, wenn ich das ein zweites Mal machen muss. Auch hier wieder schön zusammenführen, sodass die beiden Seilenden in einer Reihe liegen. Wenn der Fokus mitspielt, könnt ihr das auch sehen, dass die schön übereinander liegen, festziehen. Das mag jetzt euch sehr kurz erscheinen, das D-Loop, aber das wird gleich länger, wenn wir es auszerren. Und auch hier das Ende abschneiden und aufpilzen. Und dann mit dem Feuerzeug abbrennen. Noch einmal schön zusammenziehen. Dann die Zange reinstecken und vorsichtig aufspreizen. Dabei immer darauf achten, dass ihr dieses Aufspreizen in der gleichen Richtung mit eurem Piep macht, was ihr jetzt nicht sehen könnt, sodass, wenn ihr an dem D-Loop zieht, ihr dann am Ende auch das Piep gerade stehen habt. Und als nächstes können wir uns dann auch um das Piep kümmern. Um jetzt das Piep einzubinden, habe ich mir ein Stück Faden abgeschnitten, in meinem Fall ungefähr so einen halben Meter lang, weil ich in einem durchbinden möchte. Ich fange jetzt einfach oben an, Knoten aufzustapeln, genauso wie ich das bei den Nockpunkten gemacht habe. Nur, dass ich hier jetzt einfache Knoten nehme und nicht doppelte. Und ich stapel die jetzt so lange auf, dass ich dann oben 5 Stück habe. Wenn ihr jetzt ein leichteres Piep habt und nicht so ein schweres Piep, wie ich das habe, könntet ihr es dabei belassen. Dann würde ich allerdings von innen nach außen wickeln, anstatt von außen nach innen, so wie ich es gerade gemacht habe. Das dann so beenden wie bei den Nockpunkten, einen Knoten dazwischen setzen und dann unten wieder anfangen. Ich werde das jetzt anders machen. Ich werde jetzt das vorsichtig festziehen und die Enden so um das Sehnenmaterial umwickeln, so ein bisschen dazwischen. Für mich hat sich 3-mal als ganz gut herausgestellt, dass ich ihn eins durchwickeln kann. Nachteil daran ist halt, dass man das Piep nicht mehr verschieben kann, wenn man einmal dann eingebunden hat. Es gibt aber auch viele verschiedene Varianten, Pieps einzubinden. Da muss jeder für sich herausfinden, was einem liegt, was einem passt, wie man es haben möchte. Als nächstes gebe ich ein bisschen Spannung drauf und schiebe den Knoten vorsichtig nach unten, soweit es irgend möglich ist. Verteile die Fäden glatt. Da ich jetzt so auskomme, dass ich unter dem Piep liege, werde ich jetzt unter dem Piep einen Knoten machen. Und den in die dafür vorgesehene Führung da unten rein tun. Wenn der Fokus mitkäme, dann könntet ihr es auch sehen. Vielleicht sehen wir es gleich oben. Und setze danach einen Knoten oben drauf. Auch hier schön in die Führung rein. Da ich natürlich sinnvollerweise schwarzes Material verwendet habe, seht ihr natürlich gar nichts.
Das mache ich jetzt unten noch ein weiteres Mal. Und auch oben. Und führe dann die Enden. Schlaufe die Enden dann weiter, so wie ich das oberhalb des Pieps auch schon gemacht habe. Und auch hier dreiwickeln. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt fange ich wieder an, wie oben drüber auch, zu knoten. So einen Knoten nach unten. Und einen nach oben, wie gehabt. Nur ist jetzt die Sache, Fokus. Wenn ihr jetzt zu kräftig an dem Band zieht, dann reißt euch das Band durch. Ihr wollt aber trotzdem, dass die Sehne nachher hier unten wie oben auch zusammengequetscht ist. Also müsst ihr euch jetzt vorsichtig vorarbeiten und einen Knoten nach dem nächsten machen. Immer ein wenig mit Spannung arbeiten und die Spannung möglichst beibehalten. Die Spannung immer nur ein wenig erhöhen. Solange bis genug Reibung da ist, dass das zusammen bleibt. Jetzt bin ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, auch hier oben bei 5 angekommen. Ja, Fokus. Und werde jetzt den letzten zwischen die beiden vorhergehenden setzen. Und auch da wieder einen draufsetzen. Und dann richtig abschneiden. Und sehr vorsichtig abbrennen, weil hier habe ich keine Wicklung mehr, die mein Sehnenmaterial schützt. So, damit ist das Piep drin. Damit sind wir jetzt dann soweit mit dem Sehnen- und Kabelwechsel komplett durch. Die neuen Kabel und Sehnen sind drauf und der Bogen ist einmal grundeingestellt. Als nächstes bleibt mir jetzt wieder möglichst eine halbe Stunde oder mehr zu schießen und zu gucken, wie sich alles setzt. Auch hier wird sich die Sehne nochmal etwas setzen und das führt dann dazu, dass das Piep etwas rotiert. Es kann also sein, dass ihr jetzt in den nächsten 100, 200, 500 Schuss nochmal einen Schlag in die Sehne reinmachen müsst. Wenn ihr das selber gemacht habt, dann sollte das für euch kein Problem sein. Möglichst halt nur nicht irgendwie 3 Tage vor dem Turnier versuchen, die Sehnenkabel zu wechseln, das könnte Ärger geben. Da die Sehne ordentlich vorgespannt wurde, sollte es danach mit dem Setzen gegessen sein. Wenn die Sehnen und Kabel nicht so gut gemacht sind, vor allem die Sehne, dann setzt sich das ganze System ewig und ihr habt ein ständig rotierendes Piep. Das ist hoffentlich aber hier nicht der Fall. Ich werde jetzt noch ein wenig schießen, danach einen Papiertest machen und hinterher dann, wenn alles gut geht, ein Walkback-Tuning, um das Ganze wieder sauber einzustellen. Aber das habe ich euch ja schon gezeigt, wie das funktioniert. Dementsprechend müssen wir das jetzt nicht auch noch durchkauen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, ich war nicht allzu wirr bei der ganzen Aktion. Und vielleicht traut ihr euch ja mal selber an den Bogen. Das, was mir jetzt noch übrig bleibt zu tun, bevor ich es vergesse und bevor ich euch entlasse, ist, den Sehnendämpfer einzustellen. Der Sehnendämpfer hat jetzt im Moment, 2 mm Platz oder so. Den würde ich nachher dann anliegend machen, aber da warte ich erstmal, wie sich das System etwas setzt. Weil wenn die Sehne und die Kabel sich noch ein bisschen setzen, wird er von alleine etwas rankommen. Und dass er nicht zu früh abgebremst wird, lassen wir den jetzt erstmal so stehen und machen das hinterher. Damit bleibt mir nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen und einen schönen Freitag.